So, Hallihallöchen und recht herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ihr seht schon, hier haben wir die neuen Figuren zu DreamWorks How to Train Your Dragon 2. DreamWorks Dragons. Wir haben hier die Minifiguren von Spin Master. Empfohlen für Kinder ab 4 Jahren. Und hier haben wir heute Be Wilder Beast. Das ist der englische Name, zu Deutsch heißt dieser Drache der große Überwilde. So, was haben wir hier noch alles auf unserer Tüte? Ganz viele wichtige Informationen, aber das wisst ihr ja, wenn ihr die ganzen anderen Videos mit diesen Tütchen schon angeschaut habt, dann wisst ihr auch, was auf der Rückseite draufsteht, dann wisst ihr auch, was die ganzen Zeichen hier bedeutet, außer diesem hier, dieses Zeichen, Leute, ich weiß es immer noch nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Also hier wie immer das Logo von DreamWorks, Spin Master. Und ein Copyright-Vermerk von 2014. Alles klar. So, auch hier haben wir wieder ein schönes Päckchen. Das Design wurde hier beibehalten. Hier oben ohne Zahn und Hicks. Super schönes Bild, wie ich finde. Was ich leider Gottes auseinanderreißen muss, denn sonst kommen wir nicht an unsere Figur. Denn wenn ich das Päckchen hier an der Seite aufreiße, dann reißt mir die Folie trotzdem ein. Tja, was will ich machen? Also reißen wir das Tütchen auf. Dann lasst uns mal schauen, wie diese Figur hier geworden ist. Okay, also, das ist auf jeden Fall ein Mordsbrocken, das muss man mal ganz klar sagen. Schaut's euch an. Auch die Bemalung ist hier ja relativ aufwendig. Ne, echter Hammer. Ja, hier diese Nackenstacheln, die sind so rosa-braun bemalt. Dann hat er riesengroße, blaue, eisige Augen. Das Maul weit aufgerissen. Dann die Hörner hier auf der Seite, die sind in so einem, ja, Ocker bemalt, und hier links und rechts sind noch diese grauen Streifen, wo beim großen Modell die Ketten hängen. Dann haben wir hier über den Rücken, über die Flügel auch noch dieses, ja, schmutzige Rosa, dieses Altrosa gesprüht. Und die Flügelchen kann man ein bisschen auseinanderbiegen. Dann seht ihr hier noch die großen, mächtigen Stacheln, die sich hier über seinen Rücken ziehen. Okay, auch er steht aufrecht, wie die große Figur, die es ja auch noch gibt. Die habe ich hier neben mir stehen. Die werden wir gleich mal vergleichen von der Größe her. Ansonsten ist die Stellung ziemlich gleich. Aber echt nettes Modell, das muss man schon sagen. Also gut, der große Überwilde. Schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Hier seine Bartstoppeln. Sein Kinn ist voller Unebenheiten. Das ist nett modelliert. Dann hat man diesen Kopf hier mit den Hörnern, den hat man drauf montiert. Es ist also nicht aus einem Guss, dieses Modell. Dann, wie schon gesagt, diese ganzen Stacheln hier, relativ grob angedeutet. Aber das ergibt natürlich einen richtig mächtigen Kopf hier. Dann die Hörner links und rechts, das haben wir schon besprochen. Auch die riesengroßen blauen Augen. Selbst da findet man noch kleine Details, die sich hier über den Kopf ziehen, bis zu den Hörnern hier hinten, beziehungsweise Stacheln. Gar nicht schlecht. Die Flügel sind natürlich relativ klein. Zum Fliegen reicht es definitiv nicht. An den Vorderarmen sehen wir hier noch diese Anhängsel. Auch die Krallen hat man hier ganz, ganz grob angedeutet. Selbst die Innenseite von der Hand wurde ein bisschen angedeutet. Dann findet man hier am Bauch sowas wie Rippen bzw. Querstreifen. Und dann sind wir auch schon bei den Hinterbeinen, ebenfalls mit solchen Anhängseln an der Seite. Das hat man jetzt nicht extra bemalt, das hat man ganz einfach in diesem Grau gelassen. Und hier zieht sich seitlich am Schweif auch noch so ein Lappenfortsatz bis zur Schwanzspitze hinten durch. Also das ist gar nicht schlecht gemacht. Ja, auch der Rückenkamm, wie er sich hier weiterzieht bis zur Schwanzspitze, gar nicht schlecht. Selbst auf der Unterseite hat man hier noch ein paar Furchen rein modelliert, die sich bis hinten durchziehen. Also das ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich hätte das weitaus nicht so detailliert erwartet, muss ich schon sagen. Die Flügel an der Oberseite, seht ihr auch noch ein paar so Einfurchungen. Ja, also denke mal, so kann man es sehr schön sehen, ne? Sieht natürlich herrlich bizarr aus, diese ganzen Stacheln, die hier rausstehen. Coole Figur. Okay. Also, dann wollen wir mal gucken, ob die Figur auch steht. Aha, sieht gut aus. Geh ein bisschen runter. Der steht sogar sehr, sehr gut. Und so können wir dann auch ein bisschen mehr aus der Nähe betrachten. Also ein wirklich nettes Modell. Wer die anderen Figuren auch hat, sollte sich den nicht entgehen lassen.
Also echt nett gemacht, hat sogar mehr Details als so manch anderer Drachen der Serie. Ne, ihr seht es ja selber. Und der ist, wie schon gesagt, schön massig, schön groß. Auch die ganze Skulptur, die Haltung weiß wirklich zu gefallen. Hier, die Rückenstacheln kommen hier super raus. Sieht also richtig gut aus. So. Noch von dieser Seite. Jawohl, okay. Also, die Größe. Was haben wir hier an der Flügelspitze gemessen? Sind wir bei knapp 5 cm in der Höhe. Und in der Länge haben wir hier circa 9 cm. Lasst euch nicht täuschen von der Kameraperspektive. Ich erzähle euch hier keinen Stuss. So, jetzt stelle ich ihn hier mal in die Mitte, gehe ein bisschen näher ran mit der Kamera. So, und ich werde das Modell jetzt noch ein paar Mal drehen, damit ihr euch das in aller Ruhe auch ohne meine Finger hier anschauen könnt. Ein wirklich nettes Exemplar. Schön gemacht für so einen Mini-Drache auf jeden Fall. Und ich sage euch jetzt einfach noch ein paar Fakten zu diesen großen Überwilden, beziehungsweise im Englischen auch Bewilderbeast genannt. Also, wie ihr hier seht, sind es riesige Eisdrachen. Sie können nicht fliegen und sind somit flugunfähige Drachen. Bewilderbeast oder der große Überwilde ist doppelt so groß wie der Rote Tod. Also das ist schon ordentlich. Sie leben im offenen Ozeanen und sind trotz ihrer enormen Größe von, Achtung, haltet euch fest, bis zu 158 Meter extrem schnelle Schwimmer. Es gibt bisher allerdings nur 2 bekannte Exemplare und dabei ist eines bereits tot. Oh, das ist tragisch. Aber man vermutet, es gibt noch einige unentdeckte Exemplare. Also auch da dürfen wir uns von den Filmemachern überraschen lassen, was da in Zukunft noch auftauchen wird oder auch nicht. Ja, und somit sind die großen Überwilden natürlich vom Aussterben bedroht. Sie sind stark gepanzert und können Gedanken anderer Drachen kontrollieren. Hallo? Sie speien Wasser und das Wasser ist so eisig, dass es eigentlich sofort gefriert, wenn es ihr Maul verlässt. Drum sollte man es tunlichst unterlassen, diese Riesen zu ärgern, denn im Allgemeinen sind sie recht friedlich. Und übrigens, falls ihr euch schon gefragt habt, an was erinnert mich dieser Drache? An was erinnert mich dieses Gesicht? Ja, oder überhaupt die riesen Stoßzähne hier vorne? Und die Stacheln auf dem Kopf, die eigentlich fast wie eine Mähne aussieht. Ich sag's euch, das Design vom großen Überwilden basiert auf dem Kopf eines Löwen und einem Walross. Und wahrscheinlich sage ich den meisten damit gar nichts Neues, denn ihr wisst es alles schon, ne? Hab ich recht? Seht ihr, wusste ich's doch. Trotzdem gibt's ja ganz, ganz viele Neulinge, die erst jetzt auf diese Serie, auf diese Figuren kommen. Und deshalb erkläre ich das nochmal ausführlich. So, und jetzt geht die Kamera ein bisschen in die Höhe. Jawohl, noch ein bisschen höher. Ja, noch ein bisschen höher. Denn, wie ich eben schon sagte, wir haben hier eine Minifigur, den kleinen Drachen. Und genau davon gibt es natürlich auch noch ein großes Exemplar. Und den habe ich natürlich auch hier. Wumm, stell mal hier auf den Tisch. Und wie ihr seht, habe ich den auch noch nicht ausgepackt. Du liebe Zeit, ich muss noch so viele Drachen auspacken. Oh, ich weiß gar nicht, wann ich dazukommen soll. Eieieiei. So, ich halte den kleinen mal davor, ne? Also ihr habt da den ultimativen Größenvergleich. Ja, also das nur dazu. Und ihr wisst ja, von diesem Drachen, von diesem großen Exemplar, da gibt es noch eine farbliche Alternative, denn das ganze Modell gibt es auch noch anstatt in Grau, in Weiß. Und hier seht ihr ja das Bewilderbeast Ice Beast Final Battle Set. Und in dieser Version haben wir hier unten noch den ohne Zahn dabei, der jetzt unlängst auch im DreamWorks Dragons Magazin zu finden war. Ja, und bei dieser weißen Version, da findet ihr anstatt ohne Zahn den Wolkenspringer. Okay. Ach ja, und hier seht ihr übrigens auch diesen Eispfeil.
beziehungsweise das Wasser, das sofort gefriert, sobald es das Maul vom großen Überwilden verlässt. Ja, auch diesen großen werde ich demnächst auspacken und ich hoffe, da seid ihr auch wieder dabei. Okay, also, ach ja, natürlich, und Wildebeest Junior habe ich natürlich auch noch. Der wartet auch schon ganz ungeduldig darauf, ausgepackt zu werden. So, also hier wieder unser kleiner Held von diesem Video. Also, ich kann mich nur noch mal wiederholen. Sehr schönes Exemplar, toller Mini-Drache. Wer alle Figuren zu dieser Miniserie hat, sollte auf diesen kleinen auch nicht verzichten. Als Vergleich stelle ich mal den ohne Zahn, den Battle Dragon daneben. Dann habt ihr ungefähr einen Größenvergleich. Und ihr seht, ohne Zahn ist sogar mit seinen Flügeln ein bisschen größer. Dafür ist der große Überwilde natürlich viel, viel massiger als unser ohne Zahn. Okay, Leute. Und das war's auch schon. Das war mein Unpacking von Bewilderbeast, der große Überwilde, zu DreamWorks How to Train Your Dragon 2, Drachenzähmen leicht gemacht 2. Hier in der Mini-Ausgabe. Und damit bleibt mir nur einmal mehr zu sagen. Ciao, tschüss, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rupi.